So, willkommen zurück zu Ark Survival Evolved. Wir haben mitten in der Nacht, ich habe es endlich geschafft, die ganzen... Was war das denn? Die ganzen Dinos herzumachen. Hier brutzelt fröhlich Eisen vor sich hin. In dem brutzelt fröhlich Eisen vor sich hin. Da bin ich gerade dabei, ein bisschen Zement noch fertig zu machen. Yay! Das ist doch nicht normal. Gerade mal 200 abgetretene Zement hier. Haben wir hier. Na gut, 300, 400 Zement haben wir jetzt. Das bedeutet noch 200 Zement zusammensammeln. Steine ist ja jetzt nicht mehr das große Problem. Jetzt haben wir das Problem Eisen. Chitin. Ja. Ich weiß nicht. Bin ich vergesslich? Bin ich doof? Bin ich doof? An den Verhältnissen ist es jetzt schwer zu erkennen, aber ja. Ja, bin ich doof? Ich hab was vergessen. Wollte ich mir nicht Kristalle mitnehmen, um Fernglas zu bauen? Sag mir, dass ich Kristalle in der Werkbank habe. Alter, das glaubt ja, ich habe Kristalle in der Werkbank. Sehr schön. So, hier brauche ich 2 Leder, 2 Taler. Ah ja. Ah. Kristall. Leder. Aus. Endlich. Oh, ist das schön. Ich kann endlich wieder in die Ferne gucken. Oh. Hat keiner gesehen, wa? So, Ey, hier kochelt ja jetzt munter das Eisen vor sich hin. Alles. Ja, dann werde ich mich mal aufmachen. Und mal ein bisschen hier Platz für den Vogelpark Walsrode hier fertig machen. Vogelpark Walsrode. Ja, das Einzige, was ich hier roden werde, ist gleich den Wald. Ah, meine Kampfnuggets. Ja, moin! Ich hab mich ja. Bin ich allein gelassen hier. Tut mir leid. Bisschen schlechtes Gewissen. Wow. Echt? Ich hab echt die Wände hier falsch rumgebaut. Krass.
Sehen, wie lange das Bestand hat. Das ist genau über mir zusammenbricht. Und ich habe echt keine Ahnung, was das mit meiner Maus momentan ist. Ich habe sie nochmal rausgenommen, wieder rein. Au! Ey! Fackel! Fackel! Fackelstreik. Aber jetzt kann ich hier wenigstens mit den Tieren landen. Und kann hier noch ausbauen. Mache ich hier überall so ein Zweiergeländer rum, dass die hier auch landen können. Ups, herstellen. Holz. Nee. Nicht schräg. Normal. Wow, 3 Stück haben wir. Ich muss sagen, ich war schon mal besser, was das Werfen angeht. Geht doch. Meine Fackel mal wieder herstellen hier. Langsam wieder hell. Überall mal die Fackeln wieder aufmachen hier. Ja, schlimm. Der Krach. Na, Louis. Dann komm mal mit. Hoppa. Gucken, was ich jetzt daraus alles so zaubern kann. Hopp. Ja, hier vorne wird keine Plattform hinkommen können. Weil ich da keine Stützen unter gebaut habe. Und dann wollen wir mal gucken, was ist. Ob das so wird, wie ich es hoffe.
Ne, ist nicht zu gemein. Oh Mann. Warum Spiel? Mann, der Maus, wer auch immer schuld ist. Jetzt schon ganz witzig. Ups. Das tut mir ordentlich wieder Holz. Ich weiß nicht, irgendwie wird das wohl nichts mit weiteren Aufnahmen. Mann, nervt. Verstehe es echt nicht. Ey! Ich bin immer. Was bin ich jetzt? Holz! Mir wird definitiv immer nur Holz fehlen. Ich kann nicht nach unten gucken, ich kann nicht nach oben gucken. Das ist echt nur links und rechts, was richtig funktioniert. Das ist total böse. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich durch den Agentaris genau die Trittleiter treffe? Beziehungsweise die Luke. Na Mia. Passt es auch ein bisschen mehr, ne? Besser von der Höhe, ne? Naja. Das ist noch nicht hundertprozentig, aber es sieht schon einigermaßen besser aus. Werde ich da vielleicht auch nochmal einen draufsetzen. Ich will auf den Boden gucken! Ja, ich bin gerade jetzt mal mit dem Finger rübergegangen. Keine Ahnung, woran das liegen kann. Habe ich jetzt gerade vielleicht ein paar Holzgeländer zu viel gemacht? Nee, das kann nicht sein. Ich glaub's auch nicht. So.
So. Noch einen höher, mindestens. Ich fürchte, das wird so scheußlich aussehen. Bin ich am Überlegen. Kann ich ohne weiteres Schräge. Ja. Kann ich da jetzt ohne weiteres sowas draufsetzen? Nein. Gut. Dann werde ich jetzt davon ein paar bauen. 4 Stück, okay. Zum Testen und zeigen, was ich vorhabe, reicht das. Zack. 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 Und da drauf dann. So, ne? Kann ich da denn jetzt noch sowas dann bauen? Da nicht? Okay. Hallo Grafik, fang dich! Naja, aber dann habe ich immer ein Dach hier drauf. Wow, jetzt brennt hier schon wieder der Planet. Hey, was soll ich schon sagen? Schade ist, wenn man auf. Also, einerseits ist es schade, dass man, wenn man auf den Argument Harvest oder so, auf den Flugsaurier steigt, dass der sofort. Dass der dann sofort anfängt loszufliegen. Es wäre viel schöner, wenn man das irgendwie so hätte, dass er erst losfliegt, wenn man, sag ich mal, auf Sprinten oder mit Sprinten anquatscht. Dass man dann halt schnell wegkommt.
würde ich behaupten. Oh Mann. Was tut mir denn jetzt? Jetzt sehen wir Fasern. Na toll. Ja. Und da Fasern holen. Fasern sind blöd. Kein Problem. Ich habe ja die Sichel. So. Was wird mir jetzt fehlen? Hey, soll das alle herstellen? Langsam. So. Einfach mal bauen. Nein, oben rauf. Oh. Na, das wäre jetzt. Das wäre ja noch was geworden. Theoretisch könnte ich dann die. Ah, das geht. Dann könnte ich die Stützen. Die Stützen da auch noch bis nach unten machen. Dann dienen sie wirklich als Stütze und dann könnte ich den noch größer machen. Na, mal gucken. Ah, pack weg. Hallo Mia. Boah, nicht fressen. Hat ja nichts getan. Ich weiß doch, du bist doch echt mein Liebling. Geflügelstall 2.0. Ja, so. Muss ich jetzt nur noch die anderen hier reinkriegen? Warte mal. Ah, ne. Ich wollte gerade sagen, Moment, ich habe doch noch einen auf der Schulter, den kann ich ja auch noch absetzen. Aber nein, der sitzt da hier unten in der Kabelgruppe. Bei den drei Ladies. Naja, dann werde ich jetzt nochmal die Agentavis und die Rest der Truppe umparken. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bin dann schon. Ja, doch. Ich habe da schon eine Überlegung, was wir dann mal gucken können. Ja. Also, gehabt euch wohl. Bis zum nächsten Mal. Bye.